Tada. Heute ist mal ein bisschen Stress angesagt. Es wird nämlich kalt. Das hat zwei Konsequenzen. A, es wird ein bisschen ungemütlich in der Halle. Das ist aber alles machbar. B, die Kleber, die man aufbringen will außen, halten irgendwann einfach nicht mehr besonders gut. Die Verarbeitungstemperatur sollte ja eigentlich so 20 Grad sein, also vom Material und von der Umgebungstemperatur. Und da ist mir mal klar geworden, Mist, die Solarpaneele sind ja noch gar nicht auf dem Dach. Und da jetzt wahrscheinlich die zwei letzten Tage im Jahr sind, wo es nochmal so um die 20 Grad hat, muss ich heute nutzen und Solarpaneele verkleben, komme was wolle. Solarpaneele habe ich hier schon hingelegt. Ich will ja insgesamt 4 Stück verbauen, wobei nur 3 aufs Dach passen, damit da noch eine Dachluke auch hinpasst. Hier steht schon die Leiter im Hintergrund und ich krabbel da mal kurz hoch und zeige euch mal, wie es auf dem Dach bis jetzt aussieht. So, bis jetzt hier alles noch ein bisschen abenteuerlich, weil die Leiter ist nicht wirklich hoch genug. Aber mit ein bisschen sportlichen Ehrgeiz kommt man hier auch hoch. Was ist jetzt oben schon alles passiert? Noch nicht viel, aber ich habe gestern ungefähr 3 Stunden hier geputzt, dieses Dach sauber zu kriegen. Hier habe ich 3 Eimer von Schmutzwasser runtergetragen. War wirklich saudreckig. Und hier habe ich jetzt schon mal ein Solarpanel hingelegt, wie es mal auch später liegen soll. Das heißt, hier hinten auf zur Kabine kommt ein Solarpanel. Dann soll hier in die Mitte nochmal eine Dachluke. Die sitzt dann so am hinteren Teil vom Esstisch sozusagen, von der Sitzgruppe. Dann nochmal ein Solarpanel und nochmal ein Solarpanel. Das 4. Solarpanel, was wir jetzt haben, kommt entweder gar nicht drauf oder da drüben oben, na, auf die Fahrerkabine oben drauf. Das passt da hinten ganz gut auf die Ecken, wo es gerade ist. Aber das später. Das ist dann immer nice to have. Und also die Kabeldurchführung kommt hier hinten in die Ecke. Die soll genau da rauskommen, wo später oder wo jetzt schon der Kabelkanal liegt, wo auch die LED-Kabel durchgeführt sind. Da sollen die Kabel von den Solarpanelen auch durchgeführt werden, weil die natürlich auch ein bisschen dicker sind, aber dafür ist der Kabelkanal ja ausreichend. Was ich heute machen möchte, ist im Endeffekt die Halterung an den Paneelen verschrauben, dann hier oben hinlegen, das Ganze anzeichnen, anschleifen, primern, säubern, kleben. Und da ist Gott sei Dank jemand hier in der Halle, der mir dann beim Verkleben hilft, weil wenn die nämlich alle dran sind, dann ist dieses ganze Modul einfach ziemlich sperrig. Das ist wahnsinnig schwer, alleine vernünftig zu positionieren. Hochbekommen habe ich es, und das ist ja auch schon relativ hoch. Ich habe es mir da einfach auf diese Trittstufe da unten gestellt und dann hochgezogen. Das geht so gerade noch, aber danach beim Positionieren werden die einfach so sperrig. Vom Gewicht her wird man es sogar hinkriegen. Aber das so zu positionieren, dass ich dann nicht den Kleber die ganze Zeit durch die Gegend schiebe hier und vor allen Dingen auf den vorgeschliffenen Stellen lande, das wird zu schwierig und da habe ich Gott sei Dank jemanden, der mir später hilft. Aber erstmal müssen natürlich die Halterungen verschraubt werden mit dem Panel. Zum Verschrauben müssen ja diese Winkel hier ans Solarpanel angeschraubt werden. Das ist ganz nett. Die haben ja schon so quasi Vorbohrungen, Vorsenkungen, wo man dann durchbohren kann. Aber ich muss ja, wenn das Ganze auf dem Dach liegt, auch noch irgendwie, wenn ich hier durchschraube nachher, muss ich ja von hinten hier die Mutter halten können. Und dazu finde ich es ein bisschen unpraktisch, dass diese Aluprofile, ich glaube, das haben die alle, das ist hier so ein C-Profil. Und dahinter zu kommen, wenn es auf dem Dach liegt, habe ich ja nur so viel Platz dann, um da noch die Mutter zu halten, boy. Also das wird ein ordentliches Gefummel, nehme ich mal an. Wenn ihr da einen guten Tipp habt, wie man sowas einfach lösen kann, sagt mir in den Kommentaren mal Bescheid. Aber ich finde es jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig praktisch. Das Problem hat man so natürlich nicht, wenn man die mitgelieferten Schrauben verwendet. Mitgeliefert werden bei den Paneelen diese Schrauben. Ich glaube, das sind selbstschneidende Aluschrauben. Die wollte ich nicht verwenden, weil ich irgendwie die Paneele wieder runternehmen können wollte. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich gar nicht. Aber sollte nicht unerwähnt bleiben, dass natürlich Schrauben auch mit den Paneelen mitgeliefert werden. Was ein bisschen einfacher macht, weil die müssen nicht gegengekontert werden. Die werden halt nur reingeschraubt. Muss man wahrscheinlich vorbohren ins Plastik, dann diese Schrauben rein. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, wie oft man die rein und raus drehen kann. Das heißt, wenn ich die einmal da versenkt habe, mache ich das wahrscheinlich einmal raus und vielleicht noch einmal rein. Und dann ist dieses Loch im Solarpanel im Alu da ausgeleiert. Deswegen wollte ich es wieder abnehmbar haben. So, man muss ja auch immer mit dem arbeiten, was man da hat. Bei mir die passendste Schraube hier scheint eine M8 zu sein. M8x16. Da passt hier die Nuss auch noch in diese Führung, dass ich die hier später festhalten kann. Dafür habe ich auch die selbstsichernden Muttern und
Unterlegscheiben, die ich hier ran mache, passen noch in dieses Profil rein. Also zumindest, wenn es relativ mittig sitzt. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Einfach mal ein Loch bohren und dann schauen, wie das passt. Ich probiere das jetzt einmal so rum, weil ich glaube, dass ich ansonsten mit dem Bohrer, wenn die alle auf dem Boden liegen, gar nicht so toll dahin komme. Frei liegend versuche hier die Mitte zu treffen. Gehe auch direkt mit einem 8er Bohrer durch. Sieht erstmal so aus, als wäre das einfach per Hand relativ mittig geworden. Ha, nur die 16er. Ist zu kurz. Ja, was habe ich vergessen? Irgendein Abstand in der Mitte. Ich habe einfach mal von der Materialstärke ausgegangen. Scheiße. Ach, und das Profil ist hier auch doppelt, sehe ich jetzt gerade. Also diese Wand hier besteht aus zwei Aluminiumleisten. Ach, deswegen sind wahrscheinlich auch diese Löcher hier. Haha. Okay, mal gucken, ob ich noch eine größere M8 habe. Normalerweise fehlen ja immer irgendwie die Schrauben, die gerade passen. Aber mit M8 scheine ich ganz gut ausgestattet zu sein. Da habe ich noch eine M8x26. Und die kommt hier hinten auch wieder raus. Die Mutter passt auch drauf, die Unterlegscheibe. So, jetzt mal gucken, ob ich das festgezogen kriege. So, allein schon diese Mutterhege fast zu bekommen mit einem 13er ist wahnsinnig schwierig. Wie das dann klappen soll, wenn das Ganze auf dem Dach ist und ich hier keinen Abstand habe. Also ich hoffe, dass ich sie nie abbauen werden muss. Hello Ramona, I can't shake the simplest feeling. Jo, das ist ja mal krass. Also die M8x26 passt hier wie Arsch auf Eimer. Das ist mit einer Verschraubung schon wahnsinnig fest. Gut, eine Unterlegscheibe kriege ich jetzt auf der Seite nicht mehr rein, aber sieht schon mal ganz gut fest aus. So mache ich jetzt einfach weiter und dann ist natürlich auch klar, dass da ich jedes Loch ja so ein bisschen anders bohre, das ist nicht hundertprozentig gleich, dass jede Aufnahme hier nur noch vor eine Ecke passt. Was aber nicht so schlimm ist, weil wir lassen sie ja dran, um sie dann einzuschleifen und vorzubereiten fürs Verkleben. Man muss es halt wirklich einfach im Gefühl haben. Oder eben noch nicht. Hier hat sich jetzt die Unterlegscheibe mit der Mutter, da ich ein bisschen zu viel Drehmoment gehabt, in das Aluminium hier reingezogen. Krass, gell? Ich glaube nicht, dass das viel für die Stabilität ausmacht. Ich lasse es jetzt einfach genauso und merke mir fürs nächste Mal ein bisschen weniger Schmackes beim Anziehen. Das erste Panel ist fertig verschraubt. Das hat jetzt so, würde ich sagen, roundabout 45 Minuten gedauert. Beim nächsten geht es bestimmt ein bisschen schneller, wenn mehr Routine drin ist. Und jetzt werde ich das Ganze hier noch einmal schön anschleifen, beziehungsweise erstmal reinigen, dann anschleifen. Dann ist das vorbereitet und kann aufs Dach rauf. Das gute Deka-Clean hebe ich mir für das Dach auf. Und hier mache ich es einfach Reinigung mit Bremsenreiniger. Only hope I look for the things I don't know. Alright, ab dafür aufs Dach. All in this I stand alone. Show me where the ending goes. Alright, die drei Paneele sind alle vorbereitet. Das heißt, die Aufnahmen sind alle angeschraubt und angeschliffen und so weiter und gereinigt. Das hast du nicht gesehen. Jetzt liegt das erste schon auf dem Dach. Das werde ich jetzt anzeichnen, dann reinigen und anrauen und dann beide Seiten primern. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Gereinigt ist, jetzt muss eigentlich nur noch Primer drauf. Und dann können wir schon das erste Panel verkleben. Zum Auftragen des Primers habe ich mir diesmal was anderes überlegt. Der heißt ja hier bei Dekalin Dekavator. Und ich habe mir so einen Plastikbecher besorgt und werde es mit dem Pinsel diesmal machen. Weil das, glaube ich, besser geht als mit diesem Wischtuch. Das ist also so ein komischer Biobecher. Ich hoffe jetzt mal, der schmilzt mir nicht weg.
Okay, das mit dem Primer hat gut funktioniert mit dem Pinsel. Der Becher ist auch dicht geblieben. Das ist sehr gut. Man muss bloß wissen, bei dem Pinsel, der zieht echt viel und dann haut man im Zweifelsfall ein bisschen viel Primer drauf. Gut, das ist besser wahrscheinlich als weniger, aber jetzt sind sowohl die Halter als auch die Flächen geprimert. Jetzt werde ich kleben. I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello, Mona. I push back the serious feeling. The end's unknown. To get back the life I used to know. Alrighty, das erste Panel ist verklebt und ich bin auch echt zufrieden damit, wie das geworden ist. Jetzt will ich erstmal nicht mehr so viel auf dem Dach rumlaufen, weil das sich ja auch mal ein bisschen durchbiegt und der Kleber damit immer so ein bisschen nahe gespannt und wieder gepresst wird. Dem will ich jetzt einfach ein bisschen Zeit geben, 24 Stunden oder so. Morgen geht's weiter. Vielleicht mache ich heute, wenn ich lustig bin, noch diese Airflow-Schiene da unten dran. Mal schauen. Aber das hat schon mal sehr gut geklappt, muss ich sagen. Und ich bin auch ziemlich sicher, jetzt nach der Erfahrung mit den Oberschränken beim Kleben, dass so wie wir das jetzt gemacht haben, dass das ziemlich, ziemlich sicher auch gut halten wird. Schaut mal da. Tada. Wir haben es echt geschafft. Alle drei Module sind drauf. War ein Riesenstress. Echt viel Arbeit, viel Action, das alles hinzukriegen. Weil einfach die Temperaturen fallen und dann kann man nicht mehr vernünftig verkleben. Die Kabel habe ich jetzt noch nicht durchgeführt, da sind nur die Bohrungen erstmal da und die Kabeldurchführungen sind auch nicht aufgeklebt, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht genug Kabel habe. Und wer so eine Kabeldurchführung schon mal gesehen hat, dieses obere Stück, was da aufgeklebt wird, da ist der Radius schon ziemlich eng. Und ich will mir lieber genug Kabel bestellen, genug Solarpanelkabel, Solarkabel heißen die, glaube ich, einfach. Davon hatte ich aber nur 7 Meter und das reicht nicht. Und dann schließe ich sie lieber an und lege die durch und dann direkt an die MPPT-Regler ran, anstatt das schon mal aufzukleben. Da komme ich dann schlecht ran und dann das Kabel da durchzufummeln. Da mache ich lieber nicht. Hier in der Halle kann es ja auch nicht reinregnen. Und diese Halter, glaube ich, kann ich auch nochmal später verkleben. Die sind ja nicht so extremen Belastungen ausgesetzt. Und die Kleber können ja an sich schon wahnsinnig viel. Insofern habe ich da mal Vertrauen, dass das dann halten wird und mache das lieber später. Aber Projekt Solar aufkleben hat funktioniert. Natürlich sind wir damit jetzt noch nicht durchs Gelände gefahren. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Dinger jetzt wirklich bombenfest halten, weil wir haben es by the book gemacht. Insofern, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, gerne abonnieren, gerne kommentieren. Auch wenn ihr kritische Anmerkungen habt, solange die nicht formuliert sind, nehmen wir die gerne auf. Und bis zum nächsten Mal.